Wer einen geräumigen Mittelklasse-Kombi mit guter Ausstattung sucht, der kann mit gut 40.000 Mark dabei sein. Nissan und Renault bieten ihre Modelle Primera Traveller 2.0 und Laguna Grand Tour 2.0 als Edelvarianten an. Der Japaner kostet in der Ambiente-Version knapp 41.400, der Franzose mit dem Beinamen Concorde 44.100 Mark. Mit 4 Airbags an Bord entsprechen beide Bewerber dem gehobenen Sicherheitsstandard. Der Primera kann zudem mit den standfesteren Bremsen aufwachen. Sein französischer Konkurrent baut hier bei Belastung schneller ab. Dafür glänzt der Laguna im Test mit einem etwas geringeren Verbrauch. Enttäuschend beim Grand Tour ist allerdings seine Schadstoffeinstufung. Trotz neuem Motor erfüllt er nicht die D3-Norm. Stärkeren Motorisierung gegenüber der Basisversion zählen bei beiden Modellen auch elektrische Fensterheber und Klimaanlage zum Standard. Mit leicht geänderter Frontpartie zieht der Laguna ins Rennen um die begehrten Marktanteile. Seine inneren Vorzüge verspüren besonders die Passagiere auf den vorderen Sitzen. Ebenfalls auf hohem Niveau die reichhaltige Ausstattung. Wie sein Konkurrent kann auch der Nissan mit tadelloser Verarbeitungsqualität aufwarten. Das Interieur wirkt aufgeräumt, edle Materialien unterstützen den Vorstoß in die Limousinenklasse. Wahrer Meister ist der Laguna, wenn es um die Ladekapazität geht. Das gilt sowohl beim verfügbaren Volumen als auch bei der möglichen Zuladung in Kilogramm. Zylinder, 2 Liter Hubraum und 16 Ventile, das haben beide Maschinen gemeinsam. Dem Primera-Fahrer steht damit eine Leistung von maximal 130 PS zur Verfügung. Der Motor des Laguna bringt 9 Pferdestärken mehr. Trotzdem kann der Japaner den Sprint für sich entscheiden. Er ist 3/10 schneller aus dem Stand auf Tempo 100. Aussagekräftiger für den alltäglichen Fahrbetrieb ist der Elastizitätsvergleich. Hier gewinnt der Franzose mit einem deutlichen Vorsprung. Im Kapitel Fahrkomfort überzeugt Renault erwartungsgemäß mit seiner komfortablen Federung. Nissan bietet dafür die präzisere Lenkung. Auch beladen zeigt sich der Primera gutmütig. Für den Renault sprechen die enorme Zuladung, seine komfortable Federung und der etwas bescheidenere Verbrauch. Minuspunkte sind vor allem die Schadstoffeinstufung und die Bremsen. Der Nissan kann mit gutmütigem Fahrverhalten, standfesten Bremsen und einem günstigeren Preis punkten. Sein Nachteil ist der durchzugsschwächere Motor. Knapper Sieger dieses Tests nach Punkten ist der Nissan. Seinen ersten Platz verdankt er allerdings der unzeitgemäßen Schadstoffeinstufung des Renault Laguna. Mit D3 hätte der das Rennen gemacht. Informationen zu diesem Test auch im aktuellen Heft von Auto, Motor und Sport.